herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht mir besser, ich stehe da, ich bin nicht im Bett, ich bin am Kaffee, ich habe geschlafen bis um 4:30 Uhr, bin jetzt etwas später dran, aber es geht mir besser, ich bin wieder auferstanden und ich begrüße euch und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ihr habt eine gute Zeit. Ich hatte eine dunkle Zeit, aber das Licht ist wieder gekommen und ich fühle mich bereit zum Weiterleben und zum Weitermachen. Ich freue mich sehr und ich habe jetzt hier die Medikamente, die ich einnehmen muss. Zu Beginn möchte ich mich noch bedanken für eure Zuschriften, für all eure netten Zuschriften, für die Motivation. Ihr seid bei mir gewesen, ich habe euch gespürt. Also ich sage das jetzt so, aber es ist so. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich bin richtig gerührt und es hat mir wohlgetan und mir Kraft gegeben. Ich habe schon mal gedacht, ich gebe den Löffel ab, aber es ist wieder gekommen. Ich bin wieder hier, ich bin wieder da, ich kann wieder Videos machen. Und wenn ihr Freude habt, dann dürft ihr wieder mit mir zusammen sein. Wenn ihr mögt, dürft ihr mich gerne noch abonnieren. Es haben mich Leute verloren oder verlassen. Ich habe halt nichts mehr gebracht, keinen Content mehr, ist verständlich. Aber ich habe das Verständnis, vielleicht kommt wieder jemand dazu, es würde mich freuen. Und für alle, die mir treu geblieben sind, vielen Dank, ich freue mich. Und es bedeutet mir mehr, dass wir wieder zusammen sind und dass ich wieder unter euch bin, wie wenn für die, die mich verlassen, die haben auch kein Interesse an mir, denke ich mal. Ja, das ist jetzt ein blödes Eingangswort. Ich muss mir schnell die Nase putzen, Moment. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen Weihnachtsdekoration aufgehängt. Hier habe ich am Kasten schon, seht ihr das? Meine Federchen. Ein bisschen Licht habe ich schon gemacht. Ich brauche das. Ich habe gestern habe ich so einen Halb-Halb-Tag gehabt. Und da habe ich gedacht, ich mache ein bisschen Dekoration, habe mal alles hervorgeholt. Ich habe es aber noch nicht dekoriert, außer diesen Kasten. Und diese Lichtlein, die ich hier oben habe, die habe ich das ganze Jahr, aber nur in der Weihnachtszeit eingeschaltet. Jetzt muss ich noch dieses Präparat einnehmen und da muss ich noch ein bisschen Wasser reintun. Ihr könnt mitkommen. Nein, ich bin wirklich dankbar, dass es mir so gut geht. Ich hätte es nie gedacht, es ging mir so mies. Ich habe wirklich viel geschlafen. Ich glaube im Nachhinein, es war der Schlafmangel. Entschuldigung, der Schlafmangel, den ich hatte. Über die viele Zeit, über die vielen Monate nach dem Medikamentenwechsel, der mich schlussendlich zu diesem Zusammenbruch führte. Heute kommt nun meine Psychiaterin zu Besuch, endlich, seit langem wieder. Und ich muss mit ihr nochmals besprechen. Ich nehme die Medikamente jetzt früher, alle miteinander und schlafe länger. Und das tut mir gut und ich habe so viel geschlafen. Ich habe so viel geschlafen die ganze Zeit, hinüber, hindurch. Ich weiß nicht, ich habe nur geschlafen, vor mich hingedämmert. Ich habe die Sonde eingenommen und sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe wirklich nur mich ausgeruht und meine Freundin war mal hier. Und wir gingen mal eine Runde mit dem Rollstuhl nach draußen, das war mal noch, das hat mir gut getan. Und sonst, ich habe gedacht, ich habe keine Kraft mehr zum Leben, ich habe wirklich gedacht, es ist jetzt, ja, wie soll ich es euch mitteilen, das muss ich mir jetzt auch noch überlegen, wie soll ich es euch mitteilen, wenn das dann mal wirklich so weit ist.
Jetzt ist es zum Glück noch nicht. Ich freue mich so und ich hoffe, dass ihr auch Freude habt. Und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir können jetzt zuschauen. Ich mache das Video, das ist jetzt nochmals ein Update-Video, aber ein Update-Video, wo es mir wieder besser geht, wo ich wieder auf den Beinen stehe. Ich werde das dann bald möglichst auf YouTube aufladen. Eine solche habe ich auch hier. Ich habe heute noch die Wäsche, die ich machen muss. Und ja, ich habe noch einiges auf dem Programm. Ich bräuchte wieder mal in die Stadt zu gehen, aber ich habe jetzt keine Zeit, weil meine Psychiaterin kommt. Ich möchte mich nicht überfordern, ich möchte jetzt alles langsam angehen. Und wenn ich müde bin, gehe ich schlafen und sammle wieder Kraft. Ich mache einfach Step by Step. So habe ich es mir gedacht. Und ich wollte euch noch meine Gründe sagen, weshalb ich in die Anorexie rutschte. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel Zeit, dass ich hier schon verbraucht habe. Das werde ich euch auch noch erzählen. Meine Faktoren, weshalb ich in die Magersucht rutschte, das wolltet ihr ja noch wissen. Das haben mir einige geschrieben, weshalb denn ich in die Magersucht gerutscht bin. Ich habe das gedacht, ich habe das schon erzählt, aber scheinbar nicht. Ich habe das in einem früheren Video mal erklärt. Das kann man auch nachlesen in meinem Kanal. Auf meinem Kanal ist das ersichtlich, wenn das jemand interessiert. Und ja, ich muss mal schauen, ob ich das verlinken kann. Dann würde ich das verlinken auf der Infoseite, auf mehr drücken und dann kann man schauen. Dann kann ich das verlinken, dann könnt ihr mal schauen. Aber das ist schon uralt. Das ist so ein uraltes Video. Ich weiß, ich muss das selber wieder mal schauen. Das war noch zu meinen Anfangszeiten. Da hatte ich noch Lampenfieber, bevor ich ein Video startete. Da zitterte ich richtig und dachte, mache ich es richtig. Es war noch gar nicht so spontan wie heute. Und heute blabber ich einfach drauf los, mache mir kein Drehbuch mehr. Früher hatte ich mir wie ein Drehbuch gemacht. Ich habe immer so mir vorgenommen, was ich dann sage, habe mir alles aufgeschrieben, habe das mir eingeprägt und habe das dann erzählt. Und jetzt mache ich das frei und es geht mir dabei viel besser. Es ist viel schöner, wenn man spontan von sich erzählt, so ist das Leben, wie das Leben ist. Und im Moment, es ist eine Katastrophe, was im Moment alles abgeht auf dieser Welt. Das habe ich auch verfolgt in dieser Zeit, natürlich. Ich war immer überall mit meinen Gedanken und bei allen Menschen und auch bei euch viel, viel, viel. Und nochmals vielen, vielen Dank, wenn ich sage viel, 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 vielen, vielen Dank für eure Treue. Ja. Das wär's mal fürs Erste. Ich melde mich später wieder. Ich mache jetzt noch alles fertig und melde mich dann wieder. Bis später. So, da bin ich jetzt fertig. Habe alles fertig gemacht. Außen. Die Sonde habe ich noch nicht angehängt. Ich warte noch ein bisschen. Ich nehme zuerst den Kaffee. Beim Balkon kommt schon die Pflege. Und dann nehme ich den Kaffee und dann muss ich die Wäsche machen. Und danach werde ich dann die Sonde aufhängen. Sonst komme ich mit dem Schlauch und allem in Konflikt und ich gehe ja heute nicht raus, dann habe ich den ganzen Tag Zeit. Nein, ich wollte eigentlich das Video jetzt schon beschließen. Es ist nochmals ein Update-Video. Es geht dann im nächsten Video weiter mit den Faktoren. Also was ich schon sagen kann, ich wurde traumatisiert. Das ist ein großes Thema, weshalb ich magersüchtig wurde. Ich wurde missbraucht, schon als Kleinkind. Und das verfolgte mich die ganze Zeit. Ich wurde ausgenutzt und ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich konnte meinen Willen nicht durchsetzen, da ich kein Selbstwertgefühl hatte, Angst hatte. Ich hatte Verdauungsbeschwerden und vieles mehr.
Das werde ich euch aber noch erzählen, aber es sind so die Hauptgründe, weshalb ich magersüchtig wurde. Ich habe dann einen Hungerstreik gemacht. Ich habe von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört zu essen. Und seit dort bin ich dann, habe ich nicht mehr gegessen, ja. Seit da war es Schluss. Und dann kamen dann die verschiedenen Behandlungen, die ich auch noch mit euch anschauen möchte, was ich alles erlebt habe früher. Wie war es früher, wie ist es heute? Früher war es eine Katastrophe, man war einfach im Spital vor allem und wurde aufgepäppelt via Sonde, wenn man nicht isst, aß. Und ich habe alles dort im Spital gelernt, das Erbrechen und alles, ich habe das alles dort für mich gelernt. Ich hatte ja kein Internet oder irgendetwas, aber ich musste die Nahrung mal wieder loswerden, die mir da zugeführt wurde. Und ich habe da Schlimmes gelernt im Spital. Und ich wurde immer allein gelassen, ich wurde immer isoliert. Früher war das so, die Methode, heute ist man zum Glück davon weggekommen. Es hat sich vieles getan in diesem Bezug, also in diesem Bereich. Und man ist weiterhin am Forschen, wie man dieser Krankheit am besten gegenübersteht und am besten Hilfestellung leisten kann oder geben kann, damit man wieder genesen kann. Es ist schwierig, jemanden dazu zu bewegen, gesund wieder zu werden. Wenn man einmal in der Krankheit drinnen ist, ist es sehr schwierig, wieder rauszukommen, weil man muss selber den Startknopf drücken und selber merken, ich möchte nicht mehr, ich möchte leben. Ich möchte nicht mehr in dieser Spirale sein, weil es ist eine Sucht. Es ist wie eine andere Sucht, es ist eine Sucht. Und eine Suchtkrankheit muss man selber wollen, dass man aus dieser Sucht wieder raus will. Es ist nicht ein Beinbruch oder irgendeine andere Krankheit, wo man ein Medikament einschalten kann. Nein, es geht hier. Hier geht es im Kopf. Und heute kommt ja meine Psychiaterin. Ich kann auch mit ihr wieder über alles sprechen. Ich möchte das nochmals anschauen. Ich habe das nie angeschaut, was mir passiert ist früher. Ich habe das alles verdrängt. Alles. Ja. Ich möchte jetzt einen Schlusspunkt machen, damit es nicht so lange wird. Es ist nochmals ein kleines Update. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Ich werde nächste Woche dann ein längeres Video wieder machen und erzählen. Dann wird es hier weihnachtlicher sein. Ich werde dann am Sonntag die ganze Dekoration aufbauen, soweit ich kann. Ich habe gemerkt, ich habe vieles verloren. Ich habe nicht mehr alles. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Keine Ahnung, ob ich ins Brockenhaus gegeben habe oder wo. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Woche. Ich wünsche euch alles Liebe und ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr mich noch abonnieren könnt, ich sag's nochmals, dürft ihr mich gerne abonnieren. Ansonsten umarme ich euch und schenke euch alle meine Liebe und wünsche euch alles Gute und vielen Dank nochmal für eure Begleitung, für eure Treue und für alles einfach. Ich habe euch lieb. Eure Franziska. Vielen, vielen Dank. Bis später oder bis nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut.